Thank you.
Also. Tobias Kronhöfer am Klatscher. Tilman Oberlin am Bass. Ah, vielen Dank. Ja, Mensch, toll, dass ihr alle da seid. So ein wunderbarer Anblick von der Bühne aus, euch zu sehen. Es macht mega Spaß. Ich glaube, so eine Stimmung nach dem ersten Song sozusagen, schon eine Weile her. Wir haben ehrlich gesagt auch nicht einen Song gespielt, das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt. Wie viele waren das denn? Drei Songs? Genau. Das hat jemand aufgepasst. Das erste Stück war, hieß The Life of Water und ist von mir gewesen. Das zweite ein Standard mit dem Titel Springs Here, der so langsam auch zur Jahreszeit passt. Und das dritte war das Stück Country von Keith Jarrett, das lustigerweise kurz vorm Gig schon in der Playlist lief, aber denen es aufgefallen ist. Wir machen weiter mit einer Komposition von mir, die letzte Woche fertig geworden ist, die wir am Wochenende schon ein bisschen ausprobiert haben. Mit dem Arbeitstitel Stück in Dunkelgrün und Graublau, für die unter Ihnen die Farben sehen beim Musik hören. Und dann machen wir mal weiter und gucken, was da noch so los ist. Achso, auf jeden Fall, also zum Verlauf des Abends, wir spielen jetzt einfach noch ein kleines bisschen. Dann machen wir eine Pause, dann holen Sie sich noch viel mehr Getränke und dann kommt noch eine ganz tolle zweite Band mit Philipp Dienef an der Gitarre. Auf jeden Fall nicht verpassen, hier bleiben den ganzen Abend und dann haben wir eine schöne Jazzparty. Thank you.
genau, das waren zwei Stücke, dieses besagte Stück von mir und danach haben wir Foolish Door gespielt, ein Stück von dem großen John Abercrombie. Wir verabschieden uns mit einem Stück, das Sophia hat das mal mitgebracht und wir haben das kennengelernt durch ein Treffen, das wir mit Billy Hart hatten vor einigen Wochen, oder im Januar war das. Ja, der uns von einer Band erzählt hat, The Cookers, der spielt und das Stück heißt Priestess. Und nach irgendwie zwei Takten war klar, dass wir das mal spielen müssen. Und jetzt genau, kriegen sie das auf die Ohren. Tobias Fronhöfer am Schlagzeug. Gabriel Kobolder. Sophia Oster. Genau, an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal Erwähnung, die Band gleich ist, also es ist immer schwierig, ich spiele das selber mit, deswegen kann ich nicht in den Himmel loben, aber die anderen beiden machen das wirklich toll und Philipp schreibt ganz wunderbare Stücke und auf jeden Fall da bleiben und auf jeden Fall wiederkommen, es ist gerade umso wichtiger für uns nach diesen zwei Jahren Leerlauf, dass wir Menschen im Publikum haben, die wir spielen können und unsere Musik weiterentwickeln können. Und ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen, das, wo Sie wahrscheinlich nicht widersprechen werden, wenn ich das mal so ausdrücke. Und freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle da seid und kommt wieder bei Fat Jazz jeden Donnerstag. Großartige Veranstaltung seit vielen Jahren schon. Und im Programm kann man sehen, da kommen tolle Leute. Insofern wiederkommen.
Thank you.
Mm-hmm.